So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und heute kam dann der Skin rein, auf den alle quasi gewartet haben, die sich noch nicht das Comic gegönnt haben. Nämlich, Achtung, da ist sie, die Harley Quinn, die halt jetzt einfach in Rot da ist. Ist immer noch ein schöner Skin, aber denkt dran, es ist kein anderes Stil, sondern es ist ein komplett neuer Skin sozusagen. Hat quasi nichts mit dem normalen Harley Quinn zu tun. Warum die das einfach so getrennt haben, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich denke mal, es liegt einfach daran, da der in einem Comic ist, muss der komplett getrennt sein. Des Weiteren ist das Rückenaccessoire dabei. Das müsste eigentlich dann in meinem nächsten Comic drin sein. Da platzt der dann halt raus, so nach 7 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Ah ja. Okay, Idee nicht schlecht. Mal gucken, wie sich das Ganze dann im Spiel verhält. Weil wenn alle 15 Minuten da was auf, 15 Sekunden was aufpoppt, nee, müssen wir mal gucken. Dann Rennfieber wieder zurück mit ihren zwei Stilen. Richtig, einmal mit Helm, einmal ohne Helm, mit passendem Rückenaccessoire. Dann haben wir natürlich noch die männliche Variante, genau dasselbe. Einmal mit Rückenaccessoire, einmal ohne und einmal Helm. Kein Helm. Dann weiße Bö. Hört so komisch an. Wie heißt dein Motorrad? Weiße Bö. Dann Wirbelwind. So, dann haben wir die Kuschelbeauftragte wieder drin. Die hätten sie auch mal als Paket machen können, oder? Für 2000 V-Bucks ist, ich denke mal, der Skin ist inzwischen jedem bekannt. Und dann die Kuschel Airlines. Also eigentlich ein süßer Kleider. Dann die Kuschelkrallen. Wieder total falsch eingeskaliert. Eieiei. Dann die Kuscheltarnung. Dann Bear Force One. Das war das. Dann haben wir den Speerranger wieder mit drin. Und Mirana ist wieder drin. Auch ein geiler Skin. Ja, der Skin ist schon nice. Mit dem passenden Rückenaccessoire. Ja, bei ihm sieht es auch nicht schlecht aus, oder? Doch, aber der Skin ist schon nice. Ich glaube, damit fällt man halt ein bisschen auf. So, und dann das alte Emote. Aber Copyright. Bam, bam, bam. So, dann noch Papierflugzeug. Und langsames Klatschen. Ja, ich würde sagen, außer halt jetzt das Harley Quinn drin ist. Gut, ich hab natürlich das Problem, ich habe den Skin schon durch das Comic bekommen. Deshalb für mich ist das jetzt nicht so besonders. Aber wenn ihr euch den Skin gönnen wollt, dann natürlich gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch ganz kurz durch, was jetzt noch drin geblieben ist. Also, Troy's Caden-Paket ist noch drin. Deathstroke Zero. Dann normale Harley Quinn ist drin. Flash-Paket, Black Manta. Ich glaube, hier haben sie gar nichts rausgeholt. Catwoman, Batman. Beast Boy, dann Zero Batman, Zero Catwoman, dann wie gesagt das Starterpaket, dann ein Batman-Paket für 16 Euro plus letzter Lacher-Paket. Und dann würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch einen schönen, was haben wir heute? Mittwoch. Und denkt dran, genießt das Wetter, wer weiß, wie lange es so bleibt. Und in dem Sinne, euch einen schönen Tag und haut rein.